Hey Kinders, was geht bei euch ab? Wie viele Suspects wurden in den letzten 6 Tagen gebannt und vor allem wie viele davon Overwatch gebannt? Und in dem letzten Video gab es einige Diskussionen, wie diese ganze Bannerei vonstatten geht. Grundsätzlich sind die meisten auf den Konsens gekommen, dass es halt einmal die WAC-Bans gibt, die automatisch passieren und eben die Game-Bans, also die Overwatch-Bans, die halt dann durchs Overwatch reintrudeln. Es gab dann auch noch ein paar Stimmen, die gesagt haben, so ein Overwatch-Bann kann in den WAC-Bann übergehen irgendwann und dann könnte man nicht mehr herausfinden, wie dieser WAC-Bann halt dann entstanden ist. Aber da wir ja ganz frische Fälle haben, wird das bei uns wahrscheinlich nicht passieren, dass wir so schwer zurückverfolgbare Fälle halt haben. Woher kommt der Bann und so weiter. Nichtsdestotrotz schauen wir uns gleich eine kleine Anomalie an, die mir aufgefallen ist, aber wir legen jetzt erstmal los, ne? Sodele, hier haben wir Suspect 1 von letztem Montag und siehe da, der hat gestern seinen Overwatch-Bann bekommen. Game-Bann on record, also wurde er durch Overwatch gebannt. Liege ich da richtig? Yes, schön. Das habe ich auf dem zweiten Account gemacht und da kam auch die Nachricht, hey, du hast wieder XP bekommen und lirum larum. Also passt alles optimal. Ihr wolltet ja auch die anderen Suspects sehen, die schauen wir uns jetzt auch noch an. Da haben wir einmal Ihmchen hier, da könnte man genauso gut Cheater draufschreiben, weil der Account halt genauso aussieht. Leider noch keinen Bann. Und diesen Account hier, und der sieht gar nicht so schlecht aus. Das sollte der auf Office gewesen sein, der auch die AWP-Paw dabei hatte und diesen Backtrack oder sowas hatte, was ihr geschrieben hattet, ne, in den Kommentaren. Also der Account sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, oder? Jetzt nicht so leer. Ich meine, ist auch noch nicht perfekt, klar, aber auch mit Skins und sowas und Spielen drauf, wobei der andere auch Spiele hatte, das weiß ich, aber ja, das sieht ja ganz vernünftig aus. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die eigentlich sehr erfreulich ist, aber die ich nicht ganz verstehe, weil da was fehlt. Also ich bin mir sicher, da fehlt eine Anzeige. Und zwar habe ich ja auch noch die Fälle von vor 14 Tagen, also ne, von Montag, wo wir die 5 Fälle gemacht haben, da wurden ja bereits 3 Leute gebannt. Vergesst aber nicht, das waren 2 Suspects und einer, der aus der Reihe auch weggebannt wurde. Also es wurden praktisch 2 Bans in einem Case halt getätigt. Somit hatten wir da ja noch 3 offene. Und 2 von denen, also 2 Suspects wurden gebannt, beziehungsweise auf ihrem Profil ist was passiert, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Obacht. Da haben wir einmal ihn hier, bei dem WAC-Bann stand, also da stand WAC-Bann und jetzt steht da Game-Bann. Er kann aber gar nicht vor 14 Tagen gespielt haben, weil er ja diesen WAC-Bann, der drin stand, vor 590 Tagen bekommen hat und der steht da nicht drin. Und da das hier jetzt, ich glaube, gestern dazu kam, One Game-Bann on Record, hätte er eigentlich diese Zahl sich verändern müssen auf 1, oder? Und dasselbe haben wir bei dem mit 30 Tagen. Unterschied ist, ich weiß irgendwie nicht, was da los ist. Hier war auch ein WAC-Bann mit drin gestanden und ich habe das auch, glaube ich, schon mal gesehen, dass alle 3 Dinge da stehen. WAC-Bann, Game-Bann und halt dann die Tage, ne? Normalerweise, oder? Wenn man, oder? Bin gerade ein bisschen überfragt. Er hatte auf jeden Fall keinen Game-Bann, als ich am Anfang reingeschaut hatte. Entweder ist das hier irgendein Fehler von Overwatch, dass es noch nicht eingetragen wurde oder wie auch immer. Das hier müsste eigentlich auf 1 resettet werden. Und da ein WAC-Bann im Vorfeld vorhanden war, müsste der hier auch stehen. Und er kann eigentlich gar nicht in einem Overwatch auftauchen, außer der Fall war schon uralt und ist immer noch grassiert. Und er hat aber zwischendurch schon seinen normalen WAC-Bann eingefangen und der ist jetzt, keine Ahnung, warum der jetzt hier nicht drinsteht. Also nur mal hier für alle, das hier und das hier, das sind die 2 anderen Suspects von letztem Montag, weil ihr die ab jetzt ja auch gerne sehen wollen möchtet. Ja, somit ist noch einer von vor 14 Tagen und 2 von letztem Montag, die sind noch auf freiem Fuß. Und was machen wir jetzt? Ist doch klar, wir fügen 3 neue Fälle hinzu. Also laden wir die Chose mal runter, nicht wahr? Übrigens bezüglich meines Internets habe ich heute die frohe Kunde per E-Mail erhalten, also heute am Montag, dass mein Expressauftrag auf oder für diesen neuen Router eingegangen ist, heute, und er in den nächsten Tagen kommen wird. Ich hoffe, dass er morgen kommt, das ist echt zum Kotzen. Also, was haben wir denn hier auf Mirage? Er steht Mitte rum, chillt sich Richtung A, die haben angesagt, dass sie überrannt werden. Er aimt etwas arg hoch, aber das kann ja noch werden. Und da brennt er ein bisschen. Vom Rank her wahrscheinlich auch wieder etwas niedriger, nehme ich an. Also dieses lange rumgestehe, ohne dass was passiert. Und langsam herangehe. Und dafür dann so ein Shot, Monsieur. Er schleicht die ganze Zeit wie so ein Faultier rum. Und läuft hoch und gibt dem einfach. Ich meine, gut, der Rest sieht jetzt echt quakig aus. Also vielleicht hat er sich auch nur erschrocken, aber das Fadenkreuz, wie es immer so rübergezuckelt ist. Also wir halten mal ganz kurz an, gucken uns die Stats an. Und das Suspect liegt hier mit 6, 4, 9 sogar ziemlich weit unten. Falls er angemacht haben sollte und dann auch darum reported wurde, ist das halt dann eben auch erst passiert. Wahrscheinlich, ne, vor kurzem, weil bis jetzt hat er wohl noch nicht viel gemacht. Er hat ganz komische Zuckelungen da in seinem Aim. Da drüben steht Calf immer noch rum und chillt. Er weiß, dass Calf da auf der rechten Seite ist. Der geht weg.
Er weiß, dass er weggeht. Also er aimt da jetzt nicht mehr hin. Ich meine, klar, da ist auch eine Smoke, okay. Aber man könnte trotzdem auch die Smoke abwehren. Man weiß ja nie, ne? Wir schauen mal, was er jetzt macht. Guck mal, er verschiebt. Er hat die Information komischerweise irgendwoher, dass der Gegner nicht mehr im Palace steht. Hm. Er chillt und chillt und chillt seine Bäckchen. Tja, das hast du verpennt, den Wallbang. Wo geht denn jetzt hin? Jetzt tut er so, als wenn er hinten abaimen wird. Ja, gucken wir mal kurz Short. Vielleicht ist er ja Short. Ja, okay, also der hat auf jeden Fall seinen Waller am Start. Das wissen wir oder merken wir. Jetzt hat man ihn auch steppen gehört. Oh, wow. Aber er spielt wie ein Köttel. Also hier wieder eindeutig, ja, zwar Cheats am Start, aber halt überhaupt kein Können. Null. Also er braucht diese Cheats auch, sonst würde er auf gar keinen grünen Zweig kommen. Pre-Aim und so weiter ist bei ihm gar nicht vorhanden. Und Movement, ja, wir schauen mal, wie er hier jetzt die Treppe hochgeht. Nicht. Schlechtes Movement. Oh, okay. Aha, aha. Oh. Also wenn man ihn sonst halt so sieht, mit seinem ganzen Quark, den er macht, da ist er doch schon sehr, sehr gezielt drauf. Also das Schießen und das Aimen beim Schießen übernimmt er eher nicht selbst. Nee. Die Hohlbirne, Alter. Achtung, Achtung, Achtung. Pow! Pow! Gut. So, da unten kommt jemand, den hat er gesehen. Guckt kurz hinten. Ah, ich gehe mal, Jungs, ich will jetzt runter gucken. Oh, komisch, ist keiner. Ich warte noch kurz. Da ist keiner. Das ist so dumm. Dieses Rumgeäme bei ihm, dieses Rumgeeiere vor allem. Hm, das war jetzt... Also, sein Fadenkreuz, das ist nicht von ihm bewegt, oder? Das ist nicht von ihm bewegt. Depp, 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 depp. Weißt du, er wischt so hin und her und dann macht er einen Shot und ist so drauf jedes Mal. Nee, nee, nee. Auch wenn es jetzt kein Headshot war. Oh, von hinten. Oh nein, Monsieur. Zeig der Knife schnell. Oh. Ist das ein Ernst? War das eben... War das eben seine Flucht? Ah! Bei Other war übrigens nichts, fällt mir gerade ein, ne? Ja, Griefing auch nicht. Und ab dafür! Kann ich bitte direkt den nächsten Fall haben? Yes! Ach, guck mal da. Da würde ich sagen, Leider? Alles Klärchen, mein Bärchen, und Leider. So, letzter Fall. Bitte, komm. Leider geht der Trick dann nicht mehr. Es geht immer nur beim ersten Mal. Ich habe jetzt übrigens auch endlich wieder den Rank auf dem Main-Account am Start. Die ganze Sache lief aber gar nicht so einfach ab, wie wir uns das gedacht haben. Ich denke, da werde ich am Mittwoch, ein Video für euch parat haben. Dann, bezüglich Cheater war das alles nicht so schön. Na, Alter, das sind wir doch schon. Sehr schön. Das 2 wieder super Zeichen, aber noch schaut er gerade aus. Gar nicht so schlecht. Wir gucken mal nach seinen Stats. Okay. So, er ballert da schön da oben rein. Das ist alles chillig. Die machen einen ganz guten Go hier auf A. Die zwei, drei Cities sind alle da unten, um rumchillen. Aber die Schüsse, die er da macht, sind kompletter Schmarrn irgendwie. Laufen, schießen. Ja, weiß nicht, wie er da was treffen will. Also, Suspect hat eigentlich gar nichts gemacht. Jetzt ist er der Erste und... Okay. Er hat zwar ein bisschen arg nach rechts vorbeigeschossen, dann trotzdem irgendwie den links getroffen. Wir gucken mal, wie es jetzt weiterläuft. Also Lilly steht da. Es wirkt so, als wenn er wüsste, dass Lilly da stand. Die ganze Zeit, weil er dann doch sehr gut angehalten hat. Einer ist da auf Mitte. Mhm. Die Information, dass da jemand ist, war natürlich vorhanden von seinem Mate. Aber so seine Umsetzung war nicht schlecht. Es wirkt so, als wenn die Gegner ein bisschen durch die Wände gucken würden. Ich werde trotzdem, das mache ich übrigens in jeder Demo, alle überprüfen dann, ne? Für die Nachbearbeitung. Aha, okay. Ich erwarte jetzt hier diesen Klatschen-Shot von ihm. Dieses typische, mein Fadenkreuz ist nicht drauf, aber ich treffe trotzdem. Wow, mit der Scout dann sowas. Ohne wirklich zu wissen, wo er steht. Hm. Also, hier auch wieder wahrscheinlich halt Vision Assist, ne? Und ja, der Aim Assist ist höchstwahrscheinlich auch am Start, ne? Ich meine, er schleicht jetzt hier zwar rum, als wenn jetzt da jemand wäre, aber... da ist ja sogar einer. Und dann trifft er ihn nicht. Gut, er hat unten halt schon angefangen zu schleichen, als wenn hier jemand komplett close shot stehen würde. Dem war aber nicht so. Der von B ist reingerannt, den konnte man hören. Mitte kommt jetzt auch zu ihm. Der ist übrigens komplett, bis auf die Sache oben mit dem Mate, war eben noch komplett nicht zu sehen. Mhm. Die Infos, also die Vision-Sache ist, da bin ich mir sehr sicher. Beim Aim müssen wir nochmal jetzt noch ein bisschen gucken. Da ist übrigens einer. Weißt du, er kann wahrscheinlich durch die Wände sehen, aber sieht keinen Gegner direkt, wenn er in seinem Blickfeld ist. So, er holt hier wieder Mitte ein und war hier überhaupt nicht in der Nähe. Er hat sehr weit nach oben geaimt. Auch wieder jemand, der an sich wohl überhaupt nichts kann. Ne, auch vorhin, er rennt mit der AK und läuft und schießt und will dann solche Sachen treffen. Aber dann kommen die krassen Scout- und AWP-Schüsse.
mit präziser Informationsangabe durch irgendwas. So, sie sind da. Wieder. Er fängt auch hier an, früher zu schießen. Klar kann man da auch mal rein prefilen, aber das war vom Timing her auch wieder perfekt, weil der Gegner halt wirklich gerade 3-4 Pixel noch entfernt war von der Kante und er fängt dann schon an zu ballern. So, da kommt einer rein. Dem ist er aber scheinbar nicht gewachsen. Mhm. Der Gegner crossed. Da sind zwei Stück drin. Ein dritter kommt wohl noch rein. Nee, der geht Mitte hoch. So, jetzt passt mal auf. Passt mal auf. Alleine schon dieses Nachladen hier. Da wäre ich mir gerade... Wie viel Schuss hat er noch gehabt? Genug, ne? Da wäre ich auch echt vorsichtig. Da kann ja jederzeit einer mit einer Pistole rauskommen und mich in so einer blöden Situation erwischen. Und die haben gerade eine Pistole round, die CTs, ne? Das heißt, da kann ich gerade mit der AK eigentlich sehr schön was machen. Oh, ich hoffe, ich sehe noch ein bisschen was, ne? Ich bin mir bei ihm mit Vision und sowas, ich meine mit Aim, sehr unsicher. Also, da ist sicher was drin, ne? Aim-technisch bei ihm. Aber da bin ich mir nicht sicher genug, um das zu drücken. Tannens raus. Keiner kriegt was mit. Wahnsinn. Das war echt wahr. Ah, das war's. Vision auf jeden Fall. Ne? Also die Sachen, die er gemacht hat, die er wusste und sowas. Da war auf jeden Fall was am Stiesel. Bei Other und Griefing, da ist klar, da war nichts. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich mache jetzt hier direkt Schluss, weil ich jetzt noch geschwind schneiden will. Das wird heute tatsächlich ein Video, das um 21 Uhr kommt. Haha. Die angesprochene Person weiß, dass ich sie meine. Und ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video am Mittwoch und im nächsten Livestream morgen. Ich hoffe sehr, dass es alles klappt, routertechnisch und so weiter und so fort. Danke für die Bewertungen, Kommentare und so weiter und so fort. Und natürlich ein großes Dankeschön an meine Patrons und Kanalmitglieder. Höchst emitiös, meine Damen und Herren. Ja?